lernt ständig neue Menschen kennen. Man lernt vielleicht ihre Schwächen kennen, man lernt aber auch ihre Stärken kennen. Und ganz besonders die Stärken hervorzuheben, finde ich eine sehr, sehr spannende Sache. Na, nervös? Oh ja. Ja, wir sind hier beim Friseur und dahinter mir wird gerade die Braut vorbereitet von der Make-up-Artistin. Die macht das Haar und auch das Make-up. Das kann man natürlich nicht nur bei Hochzeiten machen, das kann man auch für Porträts machen, für andere Gelegenheiten. Immer wenn man sich etwas wohler in seiner Haut fühlen möchte. Was mich an solchen romantischen Shootings reizt, ist das Zusammenspiel zwischen beiden, wie sie sich beim Shooten schon bald auch vergessen, dass sie beim Fotografen sind, sondern dass sie einfach sich selbst darstellen. Also am wichtigsten war für uns ja, dass es sehr locker zugeht und dass man auch mal Spaß haben kann, seine eigenen Ideen einbringen konnte und dass man dann zusammen noch lachen konnte beim Shooting. Wir würden uns immer wieder für Thomas entscheiden. So, das ist die letzte Aufnahme. Ich vertraue, dass der Fotograf es versteht, den richtigen Augenblick einzufangen. Wenn ich Porträts fotografiere, dann machen wir mal eine kurze Vorbesprechung, dass ich einfach sagen kann, welche Art Porträts liegt da mehr, was für eine Beleuchtung. Einfach auch mal absprechen, in welchem Ambient man fotografiert werden möchte. Viele, die fotografiert werden, sind anfangs sehr verkrampft, weil sie selten vor der Kamera stehen. Da ist es oft einfacher, indem man sich beispielsweise eben unterhält oder Musik anmacht. Die Erwartungen, die ich heute hatte, sind soweit erfüllt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Sehr gut, klasse, das lassen wir so. Wichtig in der Zusammenarbeit mit einem Fotografen ist, dass er sich Mühe gibt, uns zu verstehen und dass er trotzdem uns führt. Dass er Profi in seinem Job ist, so wie wir Profi in unserem Job sind und dass wir dann auf Augenhöhe ein gutes Resultat erzielen. Oder auf der, das ist Hier arbeiten ja nicht nur PR-Berater, sondern sehr individuelle Persönlichkeiten, die auch ihre persönlichen Facetten haben. Und das ins Bild zu setzen, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Da habe ich Dinge gesehen, die ich vorher noch nicht wusste. Ja, das ist doch gut. Heute machen wir etwas Schräges, etwas Künstlerisches. Ich habe ein Projekt laufen, das nennt sich Männer und ihre Hobbys. Und der Roland baut seine Motorräder selbst zusammen, denn die wollen wir gemeinsam mit ihm dann ablichten. Das Ziel heute ist es, eine etwas dichte Atmosphäre zu erzeugen. Mit Farben, mit Nebel, insgesamt eine etwas geheimnisvollere Szenerie. Mir ist wichtig an den Fotos, dass viel davon abgebildet ist, was mir Spaß macht und dass sie nicht absoluter Normalität entsprechen. Eine Frage, die Fotografen oft gestellt wird, ist, was sind deine Ziele in der Fotografie? Es gibt da eigentlich nur eine richtige Antwort drauf, meine ich. Immer das beste Foto zu machen.